Das anhaltende hochsommerliche Wetter zieht die Menschen in Scharen an Badeseen und Freibäder. Im Strandbad Planitz konnte gestern ein Besucherrekord verzeichnet werden. Für die Bademeister und Gastronomen heißt das jede Menge Arbeit, aber genau darüber sind sie sehr glücklich. Über den Sommer 2018 wird man noch lange sprechen. Tropische Temperaturen nicht nur in Westsachsen lassen die Kassen der Freibäder klingeln. Das müssen sie auch, damit die Kosten gedeckt werden können. Im Strandbad Planitz ist dieser Punkt nun erreicht. Ja, wir haben unser Soll schon erfüllt. Minimalziel bedeutet 50.000 Besucher. Momentan mit dem gestrigen Tag bei 57.000 Besuchern und hervorzuheben, Besucherrekord war gestern mit 3.180 Besuchern. Die Schwimmmeister haben damit eine große Verantwortung. Während die Gäste ihre Zeit im Bad genießen, müssen sie ständig ein waches Auge haben. Die haben wir im Blick. Das bedeutet in diesem Augenblick natürlich ein ganz großes Lob an all meine Mitarbeiter, an die Mitarbeiter aus anderen Bädern, aus unseren Hallenbädern, die uns hier tatkräftig jeden Tag unterstützen, und an unsere Security-Firma, die im Hintergrund für Ordnung sorgt. Sonne und Bewegung machen nicht nur Spaß, sondern in erster Linie auch hungrig und durstig. Im Planitzer Eck ist für jeden Geschmack etwas dabei. Da fällt es nicht schwer, dem Rat von Medizinern zu folgen, bei dieser Hitze auch wirklich genügend zu trinken. Hallo. Hallo, bitteschön. Ich hätte gerne einen Erdbeerweizen. Und du? Ich auch eins. Die Leute trinken genügend. Die Leute trinken, glaube ich, zurzeit alles, was reinpasst. Alkoholisch, alkoholfrei. Also, da können wir uns alle nicht beschweren. Alkoholische Getränke bei diesen Temperaturen? Doch der Betreiber des Getränkekiosks kann Entwarnung geben. Sauforgien wie auf Malle erlebt man hier im Strandbad nicht. Ich sag mal, 99% haben sich im Griff und das 1% hast du immer, aber es gab keine Ausschreitung, ist trotzdem friedlich geblieben. Die schlafen auf der Decke dann mal und gut ist. Und auch für feste Nahrung ist im Strandbad Planitz gesorgt. Hinter den Kulissen haben die Gastronomen kaum eine ruhige Minute, um die Versorgung sicherzustellen. Gunter André beliefert mit seinem Großhandel normalerweise Schulküchen mit seinen Produkten. Während der Ferien sorgt er in seinem Kiosk im Strandbad für ständigen Nachschub. Also der Renner sind immer noch Pommes. Was wir seit diesem Jahr neu haben, sind Becher mit Melone. Das ist was Frisches bei den Temperaturen. Und Hähnchenprodukte sind auch noch die Sachen. Hähnchen-Nuggets oder Grillhähnchen sind die Sachen, die noch wirklich sehr gut laufen. Während es sich die Badegäste im Wasser und auf der Liegewiese gut gehen lassen, müssen die Bademeister und Gastronomen Tag für Tag schuften. In den verregneten Sommern vergangener Jahre war das grundlegend anders. 2018 wird als der Supersommer in die Geschichte eingehen. Wir haben keinen freien Tag mehr. In den Vorjahren 3 Tage schönes Wetter, 3 Tage Regen. Jetzt durchweg schönes Wetter, es gibt keine freien Tage mehr. Die Bademeister können auch bei Rekordbesucherzahlen nicht klagen, was die Disziplin der Schwimmgäste betrifft. Größere Vorkommnisse gab es in diesem Jahr hier im Strandbad Planitz noch nicht. Toi, 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 bis jetzt nur Lappalien, Pflaster und Insektenstiche. Und einen Tipp hat der Schwimmmeister noch für alle, die sich bei diesem Wetter im Freien aufhalten. Viel eincremen, so oft wie möglich unterm Schirm und ja, abends Hautpflege betreiben. Ein kleiner Tipp zum Schluss. Ab und zu sieht man auch Synchronschwimmerinnen vom SC Flamingo im Strandbad trainieren, was schließlich auch für die Augen ein Genuss ist. Man sieht, jeder macht es sich bei dem Wetter so angenehm wie möglich. Und selbst die Kleinsten haben im Wasser schon ihren Spaß.